So, dieses Mal gehen wir noch einen Schritt weiter. Bisher habe ich ja nur diese hier grün markierte ATK-Deckung aus einem Morph gemacht. Und wenn ich jetzt eine mehrschichtige Wand vor mir habe und einmal durchschneide, sieht man, das funktioniert nicht. Das heißt, hier fehlt noch die Wärmedämmung. Die Wärmedämmung oben gehört durchgezogen, dass ich hier keine Kältebrücke entwickle. Das heißt, wenn ich das im Schnitt jetzt einmal genauer ansehe, ich brauche eigentlich ja, der Putz wird mit der Dampfsperre verbunden, geht nicht durch. Das heißt, von hier bis hier in diese Richtung mindestens wieder 10 cm brauche ich wieder Wärmedämmung. Wie viel habe ich drin gehabt? Messen wir kurz. Machen wir es hier bis hier hin, hier raus, das Teil. Steuerung E hier rüber und dann von hier findet was? Nein, findet nichts. So. 6 cm hochgebracht, weiß ich gar nicht mehr. 0,06 und wie weit raus? Okay, mal genau hier hin, brauche ich nicht rechnen. Also ich spare mir hier jetzt dieses ganze Zeichnerei mit Blechkanten und so weiter. Und hier von hier bis hier herunter. Wie viel hatte ich noch mal? Ich habe wieder nicht geschaut. 16, okay. 16 will ich mir noch vornehmen. Reihenfolgende Darstellung. Den Vordergrund. Gut. Und dann brauche ich natürlich dann hier noch wieder eine Putzschicht. Die habe ich vergessen. Oder ich verbleche das Ganze nur. Das lasse ich jetzt mal offen. Das heißt, der Bereich Start C. Ich kopiere mal das aus dem Schnitt, gehe in den Grundriss, suche mir irgendwo einen Platz, Strang V, setze das Teil einfach ein und habe das jetzt wunderschön als Schraffuren, alle Teile, die ich dann wieder irgendwo anders weiterverwenden kann. So, was brauche ich nicht? Das brauche ich nicht. Diesen Teil kann ich dann hier anschließen lassen. Ist okay. Gut. Das soll der Wand wieder folgen. Okay. Das hier. Das ist alles. Moment, mache ich zuerst kleiner, das ist zu groß. Von hier nach hier entferne ich, weg damit. Steuerung Ö, das brauche ich jetzt auch nicht. Was ist das? Okay, das sind noch Teile, die dranhängen. Steuerung U angruppieren. Das muss irgendwelche Schraffur
Schraffur Anfang Teile sein. Steuerung X. Und jetzt gehe ich in mein. Nein, hier nicht. Verzichten. Gehe ich mal hier rein. Steuerung V. Einfügen. So. Hier habe ich ja die Kante, die dem Ganzen folgt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Morph zeichnen will, ich will das nämlich jetzt mit Morphs machen, weil ich ja Profile von Unterzügen nur schwer dem Ganzen anpassen kann. Und mit Morphs geht es viel leichter. Steuerung E. Ich setze mir mal das hier auf. Jetzt bin ich auf der gleichen Höhe. Nur zu zeigen. Ich bin nämlich auf dieser Höhe, nein, auf der gleichen bin ich nicht. Doch, in irgendeiner Form ist das anders geworden. Finde mich hier seltsamerweise. Das ist komisch. Habe ich einen anderen Maßstab? Egal. So. Dieses Steuerung Groß E, also Kopie verschieben von hier gerade runter auf hier. Habe ich hier eine Parallele und hier kann ich wieder ein Morph zeichnen für diese spätere Wärmedämmung. Also Morph massiv, ja, also. Dämmung hart, Dämmstoff hart, Hintergrund für Dämmstoff hart. Achso, das habe ich das. Ich will eigentlich das Morph einstellen. Und dann allgemein Dämmung hart, XPS, es gibt kein IPS, hart IPS hier. Okay, das schaut mir gut an. Österreichisch Ausdruck schaut mich gut an. So. Ah, ich weiß schon warum. Das ist schräg geschnitten. Das war schon falsch. Zurück. Zurück. Das war in dieser, es war so ein Schnitt. Das war's. Okay. Nochmal das Ganze. Also, egal wo. Hier. So rüber. Steuerung E. Rauf damit. Jetzt passt es besser. Okay, okay, okay. Dann hier diese Unterkante herüber. Die stimmt dann allerdings. Okay, passt. Das kann ich so machen. Dann kann ich hier die Oberkante entlang fahren. Stimmt schon. Von hier bis. Kann bis hier rauf, hier rein und jetzt geht's rum. Ich mach mal nur die Hälfte. Zurück mit der Zurücktaste, wenn man sich verzeichnet hat. Das ist jetzt die Frage, ich gehe mal runter. Und da muss ich eigentlich jetzt nicht so weit raus. Dieses Morph geht hier. Und jetzt, wie weit muss ich rein? Von meiner Vorderkante der Wand, also von hier,
bis hierhin haben wir R, Steuerung C, habe ich mir kopiert. Also, das Morph gehört hier R, Steuerung V und so weiter hin. Gut, dann mache ich mir gleich das Morph für diesen Teil. Kann ich dieses wieder verwenden? Steuerung E. Steuerung E von hier nach hier. Gibt mir wieder ein schönes Morph. Von hier. Ganz auf. Ich hätte hier durchschneiden sollen, wäre gescheiter gewesen. Gut, das Teil geht immer einfach mal zur Seite. Diese beiden bilden sich jetzt wieder wie dieses in 3D ab. Das muss ich noch größer machen, wenn ich das abdecken will. Mal sehen, wie viel war das? Radius, also R, Steuerung C, merke ich mir. So, diese Teile, Steuerung 3, gut, Pfeil umschalten, Einzelauswahl, das geht dann zu schnell mit der Grafikkarte hier. Und also hier war 0, stimmt das? 12, also Radius, Steuerung V und gleicher Punkt noch einmal. Jetzt habe ich das genau um diesen Wert größer gemacht. Das müsste eigentlich, ja, hier schon sichtbar sein. Passt. So, dann dieses Morph. Schauen wir nochmal kurz. 16, glaube ich, haben wir gehabt, gell? 16. Nehme ich jetzt mal alleine. Ah, falsch. So alleine auch nicht. Wieder zurückschalten. Strang 3. R, 16. Und wieder auf den gleichen Punkt. Falls ich ihn finde. Das kann ich dann gleich dorthin schieben, wo es hin soll. Also das Teil. Ist das jetzt? Steuerung E von hier nach genau hier. Okay. Stimmt alles. Okay, Kanten und Grundrissdarstellung. Okay. Dann wieder. Hier rein, das Teil,
muss dann wie breit sein? Von hier nur bis hierhin. 25 hätte ich wissen müssen. Das Röhre, 25 und gleicher Punkt wieder. So, wieder in die Ansicht darstellen. Das ist das Teil. Steuerung E von mir aus hier nach. Genau hier. So, und wenn ich mir jetzt praktisch diese Wand planen, solide Elementbefehle, okay, und dieses Teil, Operationselement, Abzug. Das hier brauche ich nicht mehr. Das hier brauche ich nicht mehr. Das hier brauche ich nicht mehr. Hier habe ich jetzt praktisch die Sache entdämmt. Und nun das hier noch. Das hier, Operationselement. Das hier. Falsch. Zielelement, das hier, Operationselement, zu ausführen. Jetzt habe ich das überdämmt. Diesmal, egal wo ich es dann später schneide, bin ich im falschen. Okay. Auf der Hinterseite, da gehören auch natürlich einige Anpassungen gemacht, das ist klar. Also ich habe sie jetzt praktisch nur kurz zeigen, was ich meine. Steuerung 3. Nein. Dachgeschoss. So. Genau. Ich habe es nur zur Hälfte gemacht. Um es zu verdeutlichen. Und nur bis hierhin. Das heißt, es müsste ich jetzt bis rausnehmen und diese Oberfläche dann mitnehmen. Aber was ich hier schon noch zeigen kann, ist Folgendes. So, diese Schnittebenen. Das ist die Frage, wo ich sie reinziehe. Also die falsche. Auch die falsche. So, hier. Egal wo ich jetzt schneide, fertigstellen, ich habe immer das richtige Detail gezeichnet. Es ist ordentlich herumgedämmt. Hier könnte ich noch mit einem Morph zum Beispiel einen Schließenkranz einbauen aus Beton und so weiter. Und das folgt der Schräge ganz problemlos. Gut, danke, das war's.